Frau Theresa Hatzl, herzlich willkommen hier im Interviewstudio vom Pflegekongress 2021, wo Sie gerade einen sehr brennenden Beitrag gehalten haben zum Thema essentiell und doch unbeachtet die 24-Stunden-Betreuung in Österreich. Sie sind Advocacy and Research Officer bei Amnesty International in Österreich mit dem Schwerpunkt wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte. Sie sind dort als zuständige Researcherin verantwortlich für den Bericht Wir wollen nur ein paar Rechte, die 24-Stunden-Betreuerinnen in Österreich, wo eben Amnesty International gezielt die Personenbetreuerinnen hinsichtlich auf ihre Rechte und auf ihre Arbeitssituation in Österreich beleuchtet hat. Ja, ein sehr spannendes Thema, was bis jetzt noch nicht wirklich viel Beachtung in unserem System gefunden hat, muss man leider sagen. Amnesty International hat eben 2021 unter dem Titel Wir wollen nur ein paar Rechte, 24-Stunden-Betreuerinnen werden in Österreich ihre Rechte verwehrt, einen 42 Seiten starken Report herausgegeben, welchen auf die prekäre Situation der Betreuenden aufmerksam gemacht wird, und je nach Quellen gibt es ja unterschiedliche Aussagen, wie viele Betreuungspersonen wir im Moment in Österreich haben. Das schwankt ja zwischen 60.000 bis 88.000 in Österreich. Genau. Frage 1, Stichwort Lebens- und Arbeitssituation. Könnten Sie uns vielleicht kurz schildern, vor welche konkreten Situationen die 24-Stunden-Betreuerinnen in Österreich gestellt werden? Mhm. Ja, zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung, gerne, für dieses Gespräch jetzt da. Zu Ihrer Frage, also welche Probleme die Betreuerinnen in Österreich erfahren. Unser Bericht macht recht deutlich, dass eigentlich das zentrale Problem ist, dass der rechtliche Rahmen für die 24-Stunden-Betreuung in Österreich die Menschenrechte der Betreuerin nicht ausreichend schützt. Und wenn wir jetzt Menschenrechte sagen, da geht es eben vor allem um das Recht auf gerechte und günstige, sichere Arbeitsbedingungen. Das schließt eben auch eine faire Bezahlung mit ein, aber auch Arbeitszeithöchstgrenzen, Ruhepausen etc. und das Recht auf soziale Sicherheit. Und das lässt sich eben darauf zurückzuführen, dass der rechtliche Rahmen grundsätzlich zwei Modelle vorsieht für die Personenbetreuung zu Hause. Also einerseits das unselbstständige Modell, also wenn man eben angestellt ist bei der Familie direkt oder bei einer karitativen Trägerorganisation, und andererseits eben diese Selbstständigkeit, die Möglichkeit der Selbstständigkeit als Betreuerin. Und obwohl es eben diese zwei Modelle gibt, sind eben mehr als 98% der Betreuerinnen in Österreich selbstständig tätig. Das heißt eben, dass die Rechte, also ihre Rechte auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, also Höchstarbeitszeitgrenzenschutz, Mindestlohn, Urlaubsgeld, Feiertagszulagen etc., aber auch das Recht auf soziale Sicherheit im Sinne von, dass sie eben krankenversichert sind, gut, also vollkommen krankenversichert sind, pensionsversichert sind, arbeitslosenversichert sind, das eben für die Selbstständigen de facto nicht anwendbar ist, weil das eben nur für die Angestelltenbetreuerinnen gilt. Das heißt, für sie fällt eben dieser Schutz schon automatisch weg als Selbstständige. Und hinzu kommt auch, das macht auch unser Bericht sehr deutlich, dass viele der selbstständigen Betreuerinnen de facto gar nicht selbstständig tätig sind, sondern sich in sogenannten verschleierten Arbeitsverhältnissen befinden. Das bedeutet, dass sie grundsätzlich, also sie sind eigentlich fälschlicherweise als selbstständig eingestuft und eigentlich praktisch diese Autonomie, die für die Selbstständigkeit so bezeichnend ist und so wichtig ist, die fehlt ihnen eigentlich, und dadurch sind sie eigentlich, also wenn man sie richtig einstufen würde, wäre es wahrscheinlich eher in einem Angestelltenverhältnis. Und das heißt aber, dass diese Betreuerin aufgrund dieser Einstufung und diesen verschleierten Arbeitsverhältnissen sich in einer Situation wiederfinden, in der sie doppelt verlieren, weil sie genießen nicht die Vorteile der Selbstständigkeit, aber auch nicht den Schutz einer Arbeitnehmerin, eines Arbeitnehmers. Und das ist eigentlich das zentrale Problem in der Betreuung in Österreich. Und deswegen auch der rechtliche Rahmen, der eben die Menschenrechte der Betreuerinnen dahingehend nicht ausreichend schützt. Also eine wirkliche Verlustsituation für die Betreuerinnen. Genau, sie verlieren da doppelt. Genau. Ja, okay. Dass in einem Staat wie in Österreich mit unserem ethisch fundierten Sozialsystem und auch unserem Krankenversicherungssystem eigentlich solche Arbeitsbedingungen vorherrschen, stellt ja schon viel in Frage und ist ja weitgehend eigentlich unvorstellbar. Inwieweit bringt es uns als Gesellschaft auch in ein ethisches, menschenrechtliches Dilemma, wenn wir Betreuungspersonal aus dem Ausland beziehen müssen und diese aber zu schlechten Arbeitsbedingungen anstellen? Also dahingehend, ich kann diese Fragen natürlich jetzt nur aus einer rein menschenrechtlichen Perspektive beantworten, aber als globale Menschenrechtsbewegung wie Amnesty International ist es für uns natürlich zentral, dass die Menschenrechte, also alle Menschenrechte, also zivile, bürgerliche Menschenrechte,
aber auch wirtschaftlich, soziale, kulturelle Menschenrechte. Und dazu zählen eben das Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen und soziale Sicherheit für alle Menschen uneingeschränkt eben geschützt werden. Und das ist eigentlich das zentrale Problem und auch die zentrale Forderung, die wir an die Entscheidungsträgerinnen jetzt eigentlich stellen. Das heißt eigentlich, die Entscheidungsträger finden sich im Dilemma, weil auf der einen Seite gibt es eben die Seite, dass man eben ein adäquates Arbeitsverhältnis haben muss, ja, menschenrechtlich. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese menschenrechtliche Seite, die halt sagt, es sollte jeder im Krankheitsfall ausreichend betreut sein. Das ist also wirklich ein klassisches Dilemma, würde ich jetzt mal festhalten. Genau, wobei es ist nicht dieses Entweder-Oder, sondern unserer Meinung nach ist es eben dieses Und. Also es muss sichergestellt sein, dass eben die Betreuung zu Hause qualitätsvoll ist und die Menschen in einem menschenwürdigen Umfeld betreut werden und gleichzeitig auch, dass die Menschenrechte der Betreuerinnen ausreichend geschützt sind. Und das ist eigentlich das Zentrale, dass in beide Seiten die Menschenrechte geschützt und garantiert sind. Okay, vielen herzlichen Dank. Stichwort Betreuungslandschaft. Und wir schaufeln uns quasi das eigene Grab, wenn wir jetzt diese Bedingungen verbessern, könnte man jetzt ganz überspitzt jetzt quasi anprangern. Viele der Arbeitsmigranten kommen ja nach Österreich, um zu Hause ihre Familie zu ernähren, ja, weil es zu Hause eben keinen genügenden Arbeitsmarkt gibt zum Beispiel. Wäre nicht auch hier humanitäre Hilfe vor Ort angebracht, vor allem von einem Staat wie Österreich, um es den Betreuerinnen und Betreuern auch zu ermöglichen, zu Hause in ihren Heimatländern Arbeit zu finden? Wie müsste man dann aber die Versorgungs- und Betreuungsstruktur in Österreich auch ändern, dass dann quasi die Leute in Österreich gut versorgt sind? Dahingehend kann ich jetzt nur sagen, ich meine, Österreich ist Teil der Europäischen Union und die meisten Betreuerinnen, die, wie Sie richtig sagen, eben, also grundsätzlich schon mal Frauen sind und dann eben Arbeitsmigrantinnen aus Nachbarstaaten Österreichs, also in dem Zusammenhang eben auch Teil der Europäischen Union. Und da gilt eben das Personenfreizügigkeitsprinzip. Also das ist grundsätzlich möglich, dass eben auch Menschen in andere EU-Mitgliedstaaten gehen und dort arbeiten. Wichtig ist aber, dass die Mitgliedstaaten, in dem Fall in Österreich, sicherstellt, dass ihre Menschenrechte gewahrt werden. Also das ist eigentlich das Zentrale. Und darauf kommt es eigentlich an, dass egal wo man dann ist, die Menschenrechte eben auch gewahrt werden und respektiert werden. Okay. Stichwort goldene Zukunft, in die wir hoffentlich nach diesem Bericht hineinschlittern, was die Betreuungssituation angeht in Österreich. Welche konkreten Schritte müsste jetzt in Zukunft politisch, gesellschaftlich, auch rechtlich wirklich gesetzt werden, dass sich die Situation für die Arbeitsmigranten in Österreich dann auch verbessert? Ja, also in unserem Bericht haben wir auch eine Reihe eben an Empfehlungen an die Entscheidungsträgerinnen gestellt. Und eine der zentralen Empfehlungen ist eben, dass das rechtliche Rahmenwerk dahingehend angepasst wird und adaptiert wird, dass eben die Menschenrechte, also insbesondere das Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen und das Recht auf soziale Sicherheit für alle Betreuerinnen, also jetzt egal, ob sie angestellt oder selbstständig tätig sind, geschützt wird. Eine nächste oder weitere zentrale Forderung ist eben, dass die Problematik dieser verschleierten Arbeitsverhältnisse adressiert wird von der Politik und eben auch untersucht wird, was die Gründe sind und wie man das eben verbessern kann, dass es eben nicht mehr zu diesen verschleierten Arbeitsverhältnissen kommt, die sich ja wirklich negativ auf die Betreuerinnen auswirken und auf ihre arbeitsrechtliche Situation. Und dahingegen ist es eben auch wichtig, dass vor allem in diesen ganzen Reformprozessen die Betreuerinnen ihre Interessensvertretungen eben auch genügend und effektiv konsultiert und eingebunden werden. Im Endeffekt muss der rechtliche Rahmen dann eben auch angepasst werden und die Lebensrealitäten der Betreuerinnen mit einnehmen und berücksichtigen. Und das kann eben nur gelingen, wenn man eben in Dialog tritt mit den Betreuerinnen, ihren Selbstvertreterinnen oder Selbstvertretungsorganisationen, aber auch mit den Menschen, die eben Betreuung zu Hause in Anspruch nehmen und dafür dann eben die adäquaten Lösungsansätze gemeinsam entwickelt. Und darüber hinausgehend ist es uns eben auch noch sehr wichtig, dass eben die Anlaufstellen für die Betreuerinnen ausgeweitet werden in ganz Österreich. Also es gibt bereits Vorzeigeprojekte wie Curafair, dass es eben weiter vorangetrieben wird und dass es eben auch Kontrollmechanismen gibt, um die Qualität grundsätzlich in der Betreuung dann einfach zu steigern und zu erhöhen. Das heißt, all diese Lösungsvorsätze wären jetzt dann auch sehr treffend für die neue Pflegereform, die man jetzt dann hoffentlich bald auf die Beine stellt, ja, genau. In Österreich. Da könnte man das ja gleich mit einbinden. Wie skizzieren Sie jetzt die Zukunft der extramuralen Betreuung in Österreich? Was würden Sie sich wünschen? Was stellen Sie sich da vor? Ja, also ich persönlich würde mir wünschen, dass dann alle Menschen, die eben Betreuung oder Pflege brauchen und eben diese bekommen sollen, diese auch in einem Umfeld bekommen sollen, das menschenwürdig ist, wo sie sich wohlfühlen, das frei entscheiden können, wo sie dann im Sinn. Und gleichzeitig eben aber auch sichergestellt ist, dass die Menschenrechte der Pflegefachkräfte, der Betreuer, also alle der Personen, die in diesem Bereich arbeiten, eben ausreichend geschützt sind,
sie Mindestlohn bekommen, beziehungsweise faire Bezahlung, Entlohnung dafür bekommen, ihre Arbeitszeiten geregelt sind, sie Ruhepausen haben etc. Also wirklich, dass im Endeffekt dass es ein System gibt, wo eben die Menschenrechte wirklich alle der zu betreuenden Menschen und der Betreuerinnen, der Pflegefachkräfte eben ausreichend geschützt ist. Vielen herzlichen Dank für diesen abschließenden Appell, Frau Hartzl, und vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen.